Salto. 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 In der Streitergasse. Die aktuelle Debatte auf Salto. Herzlich willkommen in der Streitergasse. Mein Name ist Lukas Kaufmann. Unser heutiges Thema ist brandaktuell, aber das ist es eigentlich schon seit Jahren. Es geht um den Tourismus. Die Debatte rund um den Übertourismus lässt regelmäßig die Wogen hochgehen. Wenn man Medienberichten folgt, so zeichnet sich eine gewisse Tourismusverdrossenheit innerhalb der Bevölkerung ab. Und das nicht nur in Südtirol. Braucht es also ein Umdenken? Ist Südtirols Tourismusmodell überholt? Und wie sieht es mit dem vermeintlichen Wohlstand aus, den der Tourismus nach Südtirol gebracht haben soll? Darüber wollen wir heute debattieren mit Paul Kölnsberger, Landtagsabgeordneter des Team K, und Raphael Mooswalder, Direktor des Hotelier- und Gastwirteverbandes. Herr Kölnsberger, In den vergangenen Tagen und Wochen haben Sie sich als großen Tourismuskritiker gegeben. Was läuft schief beim Südtiroler Fremdenverkehrsmodell? Also ich habe prinzipiell einen Vorschlag gemacht und ich finde, dass es eine Frechheit ist, die Reaktion, die von der anderen Seite gekommen ist, vor allem vom Herrn Pinsker. Wenn ein politisch gewählter Vertreter in einem Landtag einen Vorschlag macht, das war kein Vorwurf, keine Kritik, einen Vorschlag macht, dann ist das mein Recht und auch meine Pflicht und dann verlange ich nicht, dass jemand einverstanden ist, kann gerne jemand Gegenargumente bringen, aber sagen, das Erste, das ist alles ein Schmarrn. Als Zweites, er hasst den Tourismus und als Drittes, er will nur Neid schüren. Das ist kein Argumentationsniveau, also das ist einfach peinlich. Das verstehe ich nicht, das haben wir ja nicht nötig, das ist mal vorab geschickt. Ja? Und dann habe ich auch nicht den Tourismus kritisiert. Ich habe lange Jahre mit dem Tourismus zusammengearbeitet. Ich kenne sehr viele Leute im Tourismus, ich schätze die allermeisten davon. Ich kenne die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, ich komme selber aus der Wirtschaft, habe ein Leben lang Unternehmer gemacht. Mir ist die Bedeutung des Tourismus vollkommen klar. Ja? Ich kann ihn auch einordnen, volkswirtschaftlich, ich weiß, dass er andere Sektoren befruchtet, das ist alles klar. Ich habe auch die Daten, habe ich alle recht gut im Kopf. Wenn man jetzt einmal darüber aber redet, dass der Tourismus auch Problematik mit sich bringt, dann gibt es hier einen Aufschrei, das passiert jedes Mal, wenn auf der anderen Seite der HGV oder der Bauernbund steht. Also mit dem Unternehmerverband ist mir sowas noch nie passiert. Wenn man gesagt hat, wir müssen die Industrie dekarbonisieren, dann heißt es ja, wie reden wir darüber? Oder nein, ich bin nicht einverstanden, ich würde das auch noch machen, kein Problem. Aber hier kommt dann jedes Mal ein Aufschrei daher, dass man sich schon denkt, ja, was ist denn los? Also nochmal vorausgeschickt, ich möchte es rausschicken. Erstens, ich schätze den Tourismus sehr. Und ich weiß, dass Südtirol ohne Tourismus nicht sein kann. Völlig klar. Zum Zweiten, es ist mir auch völlig klar, schauen Sie, ich fahre seit 15 Jahren auf die Kanarischen Inseln. Die sind ein bisschen weiter vor wie mir, die haben noch mehr Abhängigkeit von Tourismus, die haben noch mehr Probleme. Ich sehe, in welche Richtung es gehen kann bei der Bevölkerung, wenn die Tourismusgesinnung gibt. Und dazu mache ich mir Sorgen. Und das Thema, das ich in den Landtag gebracht habe, schauen wir, dass wir hier eine Ortstaxe herausbekommen, eine zusätzliche, von der die Bevölkerung direkt profitieren kann. Dann geht es hier vor allem um die Tourismusgesinnung. Es geht weniger um Overtourismus, es geht auch nicht um eine Kritik. Es geht darum, wie wir sagen, wie können wir den Tourismus in Südtirol zu so einem Erfolgsmodell für alle Menschen machen, dass wir die Gesinnung retten und dass wir für morgen auch eine Einnahmesquelle anzapfen, ohne wie üblich unseren Mittelstand zu belasten. Das ist eine Diskussion. Verlange nicht, dass jemand einverstanden ist. Das ist einmal eine Diskussion. Und um das geht es mir eigentlich. Also ich bin nicht hier, um den Tourismus zu kritisieren. Ich sage, der Tourismus hat diese Vorteile, er bringt diese Problematik mit sich. In der Bevölkerung hört man ein Murren, macht man sich nur zur Riedner Seilbahn hinüberstellen und anstehen. Und dann muss man sich da Gedanken machen. Wenn wir es so weit kommen lassen wir auf den Kanaren, dann wäre das schade. Das sollten wir vermeiden. Also wenn wir auf das Thema eingehen, das Sie angesprochen haben, der Antrag beinhaltet, oder es geht darum, dass Sie der Meinung sind, dass die allgemeine Bevölkerung nicht viel von dem Wohlstand mitbekommt, den der Tourismus in Südtirol abwirft. Also es gibt einen Teil der Bevölkerung, der im Tourismus arbeitet. Es gibt einen Teil der Unternehmen, der im Tourismus oder mit dem Tourismus arbeitet. Dann gibt es einen großen Teil der Bevölkerung, der vom Tourismus nur sehr indirekt, vielleicht über den Landeshaushalt, was abbekommt, der aber sehr wohl die Nachteile spürt. Da bin ich zum Beispiel mit Ihnen einverstanden, da muss man auch unterscheiden, Tourismus und Tourismus ist nicht alles ein Sektor. Es gibt den nicht gewerblichen Bereich, der viel problematischer ist, dann gibt es den gewerblichen Bereich mit den Hotels. Das ist ein sehr geregelter Markt, der ist weniger problematisch, aber die Leute können das nicht unterscheiden, müssen sie auch nicht. Das Problem ist hier in Bozen zum Beispiel, man bekommt keine Wohnung mehr, dann, wenn es regnet, steht man im Stau. Das Leben ist generell teuer geworden.
Die Aufstiegsanlagen sind sehr teuer geworden. Also es gibt auch Nachteile für die Bevölkerung, wo die Leute sagen, ja, ich fahre am Samstag gar nicht mehr auf die Seiser Alm, weil oben ist sowieso Kolonnerverkehr. Gut, und dann sage ich, die Seiser Alm oder sagen wir mal generell unsere Natur, unsere Berge sind ja allgemein gut, die gehören der Landesdomäne. Also sollte, das wäre normal, ich bin selber Unternehmer, wenn ich einen Produktionsfaktor habe, in der Regel muss ich den zahlen. Und nicht nur eine Ortstaxe, die wieder dem Tourismus zufließt, sondern eine zusätzliche Ortstaxe, die den Menschen was bringt. Was genau muss man diskutieren? Das kann die Pflegesicherung sein, das können gratis Öffis sein, da hat jetzt auch jemand anders diesen Vorschlag gemacht. Das kann Investitionen in Startup für Jugendliche sein, das müssen wir uns ausmachen. Aber ich glaube, dass wir die Möglichkeit haben, wie tausende andere Destinationen auf der Welt auch das tun, dass wir hier vom Gast etwas abzwacken für die Allgemeinheit. Und ich glaube, dass auch die allermeisten Gäste damit kein Problem hätten. Herr Mooswalder, Sie kennen die Thematik, Ihre Seite, wie stehen Sie dazu? Ja, ich kenne die Thematik, habe mich auch ausführlich damit befasst. Und zunächst einmal tut es mir leid für die vielen, vielen Familienbetriebe, unsere kleinstrukturierten gastgewerblichen Beherbergungsbetriebe, 3.900 circa an der Zahl, dass die heute laut Beschlussantrag im Grunde in einen Topf geworfen werden mit internationalen IT-Unternehmen, die in Europa keine Steuern zahlen, sich nicht an den Allgemeinkosten. Ich habe Sie auch nicht unterbrochen, Herr Kölnsberger, deswegen unterbrechen Sie mich bitte auch nicht. Ich habe überhaupt nicht geredet, dass der Nein, der Einstieg Ihres Beschlussantrages ist genau so. Und Nein. Sie sagen, diese Unternehmen zahlen keine Steuern, beteiligen sich nicht an den Allgemeinkosten. Lassen Sie mich ausreden. Das nicht stimmt. Und Sie ziehen den Vergleich zu erdölfördernden Unternehmen, die größten Umweltverschmutzer dieser Welt. Und da werfen Sie unsere kleinstrukturierten Familienbetriebe in einen Topf. Und das gefällt uns überhaupt nicht. Und wieso wir das so massiv kritisiert haben, ist eben dieser Ansatz, den Sie wählen, wo Sie sagen, okay, da haben wir einen Sektor, der zieht offensichtlich einen Nutzen aus der Landschaft, aber wenn wir diese Diskussion anfangen, dann müssen wir uns fragen, wo hört diese auf? Weil dann müssen wir natürlich über viele andere Branchen und Sektoren sprechen. Wo profitieren die sozusagen vom Faktor Boden? Wo profitieren die vom Faktor Luft? Wo profitieren die vom Faktor Klima? Und das hört sich nicht mehr auf. Und da muss man sich ehrlich sein. Um was geht es? Geht es um eine Strafsteuer, weil offensichtlich etwas zu viel geworden ist, laut Ihrer Ansicht? Pauschal lasse ich das aber nicht gelten. In einigen Orten ja, aber nicht pauschal. Oder geht es darum, dass im Landeshaushalt, bei einem Landeshaushalt, der 7,4 Milliarden beträgt, Geld fehlt? Das sind zwei Themen und darauf möchte ich eine Antwort haben. Offensichtlich werden da Dinge vermischt. Ich bin der Meinung, mit einem Landeshaushalt von 7,4 Milliarden müssten die Mittel da sein, um eine Pflegesicherung zu finanzieren, wenn man so will, von der Sie sprechen. Wenn sie nicht finanziert werden kann, dann muss man sich fragen, ist sie so richtig aufgestellt? Heute bekommt jeder die Pflegesicherung, egal wie reich oder wie arm er ist. Ist das der richtige Ansatz? Und wenn es der richtige Ansatz ist, muss dann der Tourismus dafür in die Bresche springen. Ein anderes Thema, das Sie genannt haben, ist der öffentliche Nahverkehr. Sie wissen die Zahlen, Sie wissen genau, dass ein Fünftel der Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs bereits aus dem Tourismus kommt. Während weit weniger die Gästekarte überhaupt nutzen, ist Ihnen bekannt. Sie haben eine Antwort auf die Landtagsfrage erhalten. Und da sage ich halt auch, seien wir ehrlich, um was geht es genau? Ich glaube, dass es um eine Strafsteuer geht. Und wenn es um eine Strafsteuer geht, dann sind wir natürlich hier draußen. Das geht nicht. Tourismusbetriebe leisten heute Abgaben. Sie zahlen Steuern, sie zahlen Müll, Abwasser, Wassergebühren. Sie zahlen die Baukostenabgaben, die Erschließungskosten, sie zahlen die GIS und das nicht zu wenig, landesweit der größte Zahler und natürlich auch die Ortstaxe. Und über die Ortstaxe kommt ein schönes Geld herein und irgendwann muss es auch mal gut sein. Also dazu Folgendes einmal. Erstens, es gibt nicht nur im Tourismus Kleinbetriebe, die Steuern zahlen, die gibt es in jedem Sektor. Und wenn wir von Steuern reden, dann müssten die Arbeitnehmer jeden Tag auf der Straße stehen, weil die zahlen 80% der IRPF im Lande. Ja? Also, tun wir mal alles einordnen. Für die Kleinbetriebe im Tourismus habe ich den größten Respekt. In meinem Vorschlag wären die nicht einmal direkt belastet, sie müssten Steuersubstitut machen und von ihren Gästen eine kleine Taxe zusätzlich einheben, was, glaube ich, im Bereich des Möglichen ist. Weil Sie sagen, mit internationalen Unternehmen, Google, Norwegen, also dann haben Sie das Beispiel vielleicht nicht verstanden,
Ich sage hier, Google ist ein Beispiel für eine Firma, die ihre Produktionsfaktoren nicht zahlt und damit viel Geld verdient, und ich finde das nicht richtig. Der Tourismus ist auch eine Produktion, der die Natur verwendet als Produktionsfaktor und dafür heute auch nichts zahlt. Denn nichts zahlt. Die kleine Ortstaxe, die heute abgeführt wird, fließt ja zum Teil in die IDM und zum Teil wieder in den Tourismus zurück. Das Beispiel von Norwegen mit dem Örtel ist nur ganz anders. Norwegen ist reich an Örtel, sagt, das ist Allgemeingut. Die Erträge des Erdöls gebe ich in einen Pensionsfonds für meine Bürger. Als Beispiele, die ich vielleicht auch nicht machen müsste, wenn sie nicht so gut zum Tourismus passen. Dass Sie die Tatsache, dass ich sage, die Allgemeinheit sollte vom Tourismus profitieren, dass Sie das als Strafsteuer hinstellen, spricht schon Bände zur Einstellung, die Sie dazu haben. Mir geht es darum, dass die Allgemeinheit was dafür hat und nicht, dass die Touristiker bestraft werden. Ja? Weil Sie vom Haushalt geredet haben, ich bin jener, der seit Jahren eine Spending Review fordert, um zu sehen, wo wir was sparen können. Also ich bin der Erste, der sagt, wir müssen hier was sparen im Haushalt. Wir wissen aber auch, dass wir konfrontiert sind mit ständig laufend steigenden Kosten durch die Überhaltung der Gesellschaft, im Sanitätsbetrieb und so weiter. Wir haben bisher im Haushalt jedes Jahr mehr Kosten gehabt und das Glück gehabt, dass wir jedes Jahr mehr Steuereinnahmen hatten, die das gedeckt haben. Damit können wir aber nicht auf ewig und in Zukunft rechnen. Wenn wir einmal stagnierende Steuereinnahmen haben, dann haben wir ein massives Problem. Und wie können wir zusätzliche Einnahmequellen anzapfen, ohne wie üblich den Mittelstand zu belasten, der ja schon ausgepresst ist wie eine Zitrone? Da ist hier eine Ortstaxe für die Allgemeinheit eine Möglichkeit. Muss einem nicht gefallen, kann einem gefallen, muss nicht gefallen. Es ist ein Vorschlag von mir. Und vom öffentlichen Personennahverkehr, das Letzte, was Sie angesprochen haben, Sie sagen es ja selber, 20% ist querfinanziert vom Tourismus. Ja, aber die Touristen fahren halt, wie ich es sage, und das ist nicht falsch, größtenteils auch auf Kosten der Steuerzahler. Dass sie proportional etwas mehr zahlen als unsere Einheimischen, ist richtig, das stimmt. Aber man kann nicht, wie es der Pinsker macht, hier Einnahmen aus dem Tourismus mit Einnahmen der Einheimischen vergleichen. Man muss die Einnahmen mit den Kosten vergleichen. Und dann sieht man ganz gleich, dass 80% des ÖPNV ist Steuergeld finanziert. Und bei den Touristen ein bisschen weniger, aber da sind wir immer noch bei knapp 70%. Und da stellt sich die legitime Frage, ist das richtig, ist das nicht richtig? Ich sage, ein Tourist könnte von mir aus sehen, ruhig den vollen Preis zahlen. Sie können sagen, nein, das ist richtig so, das passt so. Kein Problem, können wir darüber reden. Aber bitte nicht so tun, als ob wir auf die Touristen im öffentlichen Nahverkehr was verdienen. Das sind immer noch Kosten, auch wenn sie was zahlen. Das ist richtig, aber es sind immer noch Kosten. Das ist völlig klar. Und die Diskussion, dass Allgemeingut entlohnt werden muss, wenn wir das verwenden, da haben Sie recht, die muss auf alle Sektoren so gelten. Aber das ist ja in den meisten Sektoren auch so. Wenn wir schauen, die Wasserkraftwerke, die zahlen vielleicht zu wenig, aber die zahlen einen Wasserzins, der jetzt übrigens hinaufgeht, der jetzt deutlich angehoben wird. Die zahlen einen Zins für die Verwendung des Allgemeingutes Wasser. Ja? Auf der Autobahn zahlt man einen Zins für die Verwendung der Autobahn, die ja auch Konzessionen sind, Staatsbesitz sind. Es ist schon in der Regel so, dass man was dafür zahlt. Ich glaube, dass in Südtirol oder generell im Tourismus die Verwendung des Gutes Natur zu wenig abgegolten wird. Und dass hier andere belohnt werden könnten. Die Allgemeinheit, aber auch die Bauern, die die Landschaft im Schuss halten. Ich denke schon, dass man darüber reden kann. Ja? Also was die Spending Review und den Landeshaushalt betrifft, sind wir uns soweit einig, Herr Kölnsberger. Ja. Gar keine Frage. Ich bin aber, wie gesagt, nicht der Meinung, dass wenn man heute einen so üppigen Landeshaushalt, der dermaßen viele Möglichkeiten schafft, von denen andere Provinzen und Regionen nur träumen kann, man die Wirtschaft, die eigentlich verantwortlich ist für diesen Landeshaushalt, noch weiter melkt. Das ist nicht mein Ansatz, das sehe ich eben nicht. Wir melken ja nicht die Wirtschaft, die Ortstaxe zahlt der Tourist. Ihr seid nur Steuersubstitut, ihr müsst es nur weiterreichen. Aber Herr Kölnsberger, alles hat irgendwann seine Grenzen. Es ist ja nicht so, dass der Gast hier nicht auch irgendwo eine Grenze hat, ab der dann die ganze Geschichte empfindlich wird. Das ist ja nicht so. Ja, das wird sein, dass das der Markt macht. Aber bis zum Schluss werden Sie sehen, dass hier vor allem die kleinstrukturierten Betriebe auf der Strecke bleiben. Das kann ich Ihnen jetzt schon garantieren. Was ich vorgeschlagen habe, ist ja, dass es ganz stark und progressiv ist. Eine Geschichte ist. Noch zu der Thematik Mobilität. Viele Angebote, was Busse, was Schiene betrifft, die gäbe es ja heute nicht mal, wenn es den Tourismus nicht gäbe. Das weiß ich auch, das Schauen Sie, ich komme aus dem Xiersertal, ich kann mich noch erinnern,
wo in der Früh und am Abend ein Bus gefahren ist und zum Mittag. Dann, wann nämlich die Schüler unterwegs waren und vielleicht eine oder andere Arbeitnehmer, der kein Auto hatte. Heute gibt es einen Halbstundentakt in vielen Landesteilen. Ohne Touristen wären diese Linien nicht ausgelassen. Und da müssen wir uns halt fragen, wollen wir das und brauchen wir diese oder brauchen wir es nicht? Aber um das geht es im Grunde ja nicht. Es geht ja, Sie es haben das Thema gemacht. Nein, Sie es, haben das es Thema ist, es ist mir was völlig, soll ich Ihnen sagen? Es ist mir völlig klar, dass Sie, gewisse Sie Infrastruktur... den Mehrwert des Touristen. Nein, das ist ein lächerlicher Vorwurf. Ich kenne den Mehrwert. Ich kann es sogar sehr gut einordnen. Wenn Pins gesagt, die Daten müssen auf den Tisch, die sind alle schon längst auf dem Tisch. Ich habe gesehen, dass gestern im AStA Direktor ein Interview gemacht hat, aber die Daten zur Wertschöpfung, das meiste ist hier da. Da können wir gerne drüber reden. Deswegen, ich erkenne den Wert des Tourismus sehr wohl und ich weiß, dass in gewissen Gebieten Infrastrukturen es nicht geben würde, wenn es nicht auch Tourismus gäbe. Ich habe was anderes gesagt, Sie verdrehen das immer. Ich habe gesagt, dass wenn ein Tourist mit einer Seilbahn auf den Berg fährt oder mit dem Bus in der Stadt fährt, könnte er nicht den vollen Preis zahlen. Ich sage nicht, er soll verschwinden. Könnte er nicht den vollen Preis zahlen? Ist es richtig, dass er zu 70% auf Kosten der Steuerzahler fährt? Das ist meine Frage. Und bei der Ortstaxe. Also wer nach Amsterdam fährt, weiß, da zahlt man 10 Euro pro Kopf und pro Nacht. Ist ein Hotspot, der an Overtourism leidet, Sie haben das als Maßnahme eingeführt. Ich sehe das gar nicht als Maßnahme für Overtourism. Ich rede mal prinzipiell darüber, ob es nicht richtig ist, dass die Leute direkt was davon haben. Die Ortstaxe ist heute viel zu wenig progressiv, was mich sehr stört. Sie ist für ein 5-Sterne-Hotel ein Witz und für eine kleine Garnier eine Belastung. Ich sehe es viel progressiver, die kleine Garnier, die mittlerweile auch mit den Preisen nach oben gegangen sind. Die kleine Garnier zahlt hier wenig. Das große Luxushotel sehr viel mehr. Ich würde es auch so staffeln, dass man die ersten 1, 2, 3 Nächte für die Kurzurlauber viel mehr zahlt und danach viel weniger oder tendenziell auch gar nichts mehr. Das kann man alles drüber reden und das kann man alles staffeln. Wichtig ist aber die Diskussion, dass man jetzt sagt, nein, die Ortstaxe, also wir haben in Südtirol im Durchschnitt sehr gute Unternehmer in der Hotellerie. Im nicht-gewerblichen weniger, aber das ist auch nicht im gewerblichen. Aber im gewerblichen Bereich haben wir sehr gute Unternehmer. Diese Unternehmer verstehen sehr wohl, wie weit sie mit dem Preis gehen können. Und sie machen das, was jeder Unternehmer macht. Sie Angebot und Nachfrage regeln den Preis. Südtirol hat in den letzten Jahren hohe Preissteigerungen gehabt, weil sie gut arbeiten und weil sie sich das leisten können und weil die Nachfrage sehr hoch ist. Eine Ortstaxe wäre locker drinnen gewesen, denn die Preise sind in Südtirol stark gestiegen, im Hotelsektor, auch im nicht gewerblichen Bereich. Sie sind stark gestiegen, deswegen zu sagen, da wäre eine Ortstaxe nicht drinnen, das stimmt so nicht. Das Einzige, was sein könnte, ist, dass ein Hotel morgen nicht mehr die ganze Preissteigerung, die er dem Markt sich leisten könnte, vielleicht durchbringt, weil auch eine Ortstaxe abzuführen ist. Das könnte morgen sein. Aber wenn man sieht, wie die Preise hinaufgegangen sind, dann wären 10 Euro für die Ortstaxe ja locker drinnen gewesen. Ja. Und wie gesagt, zahlt ja nicht der Betrieb, zahlt der Gast und nicht der Betrieb. Betrieb reicht das weiter. Der Betrieb muss nur schauen, dass seine Preispolitik samt Ortstaxe oder Gesamtpreis noch tragbar ist. Das muss er machen. Das ist eine reine Marktlogik. Das ist weder kommunistisch noch eine Steuer. Das ist eine reine Marktlogik. Aber die Allgemeinheit hätte was davon. Und der Tourismus hätte was davon, denn die Akzeptanz des Tourismus wäre viel größer, wenn jeder Südtiroler ein Gewinner des Tourismus ist. Und heute ist das halt nicht so. Das Problem ist, dass dadurch die Akzeptanz nicht steigen wird, sondern dass Tür und Tor geöffnet wird, um sozusagen den Tourismus weiter zu melken. Das empfinde ich so und das ist für mich auch klar, dass das so ist. Denn nur weil heute die ganze Südtirol-Bevölkerung gratis fährt, weil zum Beispiel der Tourismus eine Zusatzsteuer aufgedrängt bekommt, heißt das nicht, dass er dann akzeptiert ist. Der Tourismus wird heute verantwortlich gemacht für zahlreiche Probleme in diesem Land, für die er sicher eine Mitverantwortung hat. Das stelle ich gar nicht außer Frage, aber nicht alleine dafür verantwortlich ist. Er hat eine Mitverantwortung beim Verkehr, er hat eine Mitverantwortung beim Ressourcenverbrauch und er hat eine Mitverantwortung beim Wohnraum, also beim teuren Wohnraum. Aber nicht, weil die gastgewerblichen Betriebe Wohnraum wegnehmen. Nein, deswegen nicht. Wir nehmen vielleicht deshalb Wohnraum weg, weil unsere Mitarbeiter auch irgendwo wohnen müssen. Aber Tatsache ist, es sind andere, die heute aus dem Tourismus Profit schlagen wollen und privaten Wohnraum zur touristischen Nutzung zur Verfügung stellen. Also da wäre mir schon auch wichtig, dass wir ganz genau hinschauen
und schauen, wer für die Probleme in diesem Land verursacht und wer auch seinen Beitrag leistet. Weil wo ich eben nicht bei Ihnen bin, Herr Abgeordneter, ist die Tatsache, dass Sie sagen, die Allgemeinheit würde nicht profitieren. Südtirol war in den 50er, 60er Jahren, sorry, wenn ich so weit aushole, zeitlich ein bitterarmes Land, das Armenhaus Europas. Der Wohlstand in diesem Land ist vom Tourismus und den Tourismuspionieren geschaffen worden und dieser hat dafür gesorgt, dass wir heute noch in den letzten Tälern, Weilern und Orten eine Wirtschaft haben, wo es Auskommen und Einkommen gibt. Und das ist das Essentielle. Dass wir in bestimmten Ballungsräumen und bestimmten Zonen nicht mehr brauchen, da bin ich bei Ihnen. Aber es gibt sehr wohl Zonen, wo der Tourismus für die Entwicklung in diesen Orten maßgeblich ist und der Abwanderung vorbeugt. Herr Mosweiler, eine Frage. Darf ich noch kurz was sagen? Weil ja. Wenn ich Ihnen mal recht geben kann, dann sollte man sie auch ausnutzen. Das stimmt. Das habe ich auch nie in Frage gestellt. Es stimmt. Also erstens muss man sicher im Tourismus unterscheiden zwischen gewerblich und nicht gewerblich. Und die größten Probleme verursacht der nicht gewerbliche Bereich. Und ich habe mehrmals, apropos ich sei der Feind des Tourismus, ich habe mehrmals im Landtag versucht, diese Ungleichbehandlung aufzuwerfen und zu regeln. Dass man für Urlaub am Bauernhof oder Zimmervermietung viel weniger Gist zahlt als ein Hotel oder ein Privater, der sein Zimmer Langzeit vermietet, seine Wohnung. Das ist ein Skandal, das kann es nicht sein. Ich war dafür, dass man Urlaub am Bauernhof und Gasthof angleicht, dass man besser kontrolliert, dass man vor allem keine Betten mehr vergibt im außergewerblichen Bereich, denn es ist der nicht gewerbliche Bereich, die Airbnb heißen das ist so, die in den Städten und vor allem in den touristischen Ballungszonen den Wohnraum den Einheimischen entziehen. Das sind nicht die Hotels, da sind wir einer Meinung. Also es gibt durchaus Punkte und ich schätze das auch. Und es ist auch klar, dass man differenzieren muss. Natürlich ist nicht der gesamte Verkehr vom Tourismus gemacht, ein Teil. Natürlich hat der Tourismus einen hohen Ressourcenverbrauch, aber er verbraucht nicht alle Ressourcen, er verbraucht einen Teil. Und das ist nicht mein Thema, also da habe ich Ihnen nie Vorwürfe gemacht. Was aber schon ein Unterschied ist im Vergleich zu den 50er, 60er Jahren, da war Südtirol bettelarm und der Tourismus hat dann angefangen, das Land hinaufzuziehen. Wir haben heute eine andere Situation. Wir haben heute, wenn wir die Daten zur Wertschöpfung anschauen, andere Sektoren, die zur Wertschöpfung viel mehr beitragen als der Tourismus und die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist hier im Bereich 4%, der Tourismus war pre-Covid bei 11%. Der Handel, da ist der Tourismus drinnen, ist bei 70%, Handel und Dienstleistung ist bei 70%, wenn wir den Tourismus rausnehmen, ist er immer noch bei ca. 60%, die Industrie ist bei 24%. Also Südtirol ist jetzt nicht so tourismusabhängig, wie es war, zum Ersten. Zum Zweiten, der wahre Welfare-Bringer ist Industrie, Handel, vor allem die Exportindustrie, wo auch die bestbezahlten Arbeitsplätze sind und so weiter. Das zum Ersten. Und zum Zweiten, ich bin ja nicht gegen den Tourismus. Ich sage nur, ich stelle zur Debatte, dass es gerecht wäre, dass der Tourismus von seinen Gästen eine Aufenthaltsabgabe, eine zusätzliche einholt, die der Allgemeinheit zugutekommt. Das sage ich. Ganz einfach das und nichts anderes. Ich weiß, Sie möchten mit den Fragen weitermachen. Ja. Nur zu den Zahlen eine Bemerkung, wenn ich ganz kurz mir das erlauben darf. Also wir haben ja in einer unserer Pressemitteilungen davon geschrieben, dass wir aktuelle Zahlen und Daten haben möchten. Wir glauben, dass die Wertschöpfungsdaten, so wie sie das ASTAT veröffentlicht, nicht stimmen. Und warum? Also die Wertschöpfung, diese Statistik wird vom ISTAT gemacht und man arbeitet hier mit Rechenmodellen, die nicht der Realität in Südtirol entspricht. Wie ist es denn zu erklären, das muss mir jemand sagen, dass Ankünfte und Nächtigungen zugenommen haben, aber die Wertschöpfung immer noch dieselbe ist? Da stimmt etwas nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten wieder das ASTAT oder das WIFO oder ein anderes Forschungsinstitut wieder dieses Tourismus-Satellitenkonto herausgibt, was natürlich mit Arbeit und Kosten verbunden ist. Und dann haben wir eine Grundlage, auf der wir diskutieren. Das wollte ich Ihnen ganz kurz noch sagen, um das zu präzisieren, was die Daten entspricht. Und was den Export und den Wert der Industrie betrifft, bin ich bei Ihnen. Aber Tourismus ist nichts anderes wie Indirektexport. Damit kommt frisches Geld von außerhalb ins Land, das wir sonst in diesem Land nicht hätten. Und mit dem können wir arbeiten und wirtschaften. Ansonsten hätten wir ein lokal geschlossenes System, das sich nicht nach oben entwickelt. Bezüglich der vom Team K eingebrachten Vorschlag zur Taxe.
Da wird ja eigentlich von den Touristen bezahlt, wie wir aus der Erklärung gehört haben. Fürchten Sie etwa dadurch, dass dadurch die Touristen ausbleiben? Oder dass Sie sagen, oh, jetzt müssen wir noch mehr Ortstaxe bezahlen? Oder was fürchten Sie konkret, wenn wirklich nicht die Unternehmen diese Taxe bezahlen müssen? Ja, das wird ja immer allgemein hin so gesagt, dass die Ortstaxe ja vom Gast entrichtet wird. Und das ist ja de facto so. Das passt auch. Aber wenn wir jetzt noch eine zweite Abgabe machen, dann kommt diese wiederum vom Gast. Und ich sage, passen wir auf, was wir hier machen, denn wir, aber auch der Gast, wird das schlussendlich als Strafsteuer empfinden. Und ich sage nicht, dass man nicht über irgendein Modell nachdenken kann, aber das müssen dann lokal bezogene Ausgleichsmaßnahmen sein, wo man sagt, okay, wo haben wir vor Ort ein Problem? Ich nenne zum Beispiel das Praxertal im Praxerwildsee, wo wir eine Besucherstromlenkung haben. Es wurde laut darüber nachgedacht, sollte man Eintritt verlangen. Ja, da kann man drüber nachdenken. Und dann müssen diese Mittel halt irgendwo in die lokale Bevölkerung, in Gemeinschaftsprojekte fließen und dort sozusagen für einen Mehrwert sorgen. Aber das pauschal auf das ganze Land umzulegen, das ist nicht richtig. Weil ich sage Ihnen, wenn wir damit beginnen, dann hat das kein Ende mehr. Dann ist nach oben alles offen und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wo wir denselben Mechanismus bei anderen Sektoren anwenden müssen. Jeder, der ein touristisches Bild, ein Landschaftsbild zur Vermarktung seiner Firma verwendet, muss dann zahlen. Jeder, der heute öffentlich Grund besetzt und dort seine Produktion ausübt und damit unter Umständen Millionen und sogar Milliarden Gewinne erwirtschaftet, muss dann zahlen. Jeder, der heute Landwirtschaft betreibt und von den klimatischen Vorzügen profitiert und damit sozusagen ein Produkt produziert, das seinesgleichen sucht, mit diesem Klima und mit dieser Luft des Landes, müsste dann zahlen. Und diesen Ansatz möchten wir nicht und den können wir auch nicht, weil das sorgt für Neid und das sorgt auch für Zwistigkeit in der Bevölkerung. Ja, aber die Bauern arbeiten größtenteils auf Privatgrund, der ihnen gehört oder der gepachtet ist. Außerdem ist für das Landschaftsbild schon der Bauer gerade auf den Almen auch verantwortlich und ich bin durchaus der Meinung, dass man den Bauern hier etwas abtreten sollte. Vielleicht die Ortstaxe, die der Urlaub am Bauernhof generiert hat, müssen wir drüber reden im Modell im Genauen. Also mir geht es hier um zwei Sachen. Erstens, die Allgemeinheit muss direkt was davon haben, vom Tourismus, und zweitens, auf diese Art steigern wir die Akzeptanz. Denn eines wissen wir sicher, Tourismus funktioniert nur, wo die Menschen den Tourismus mögen und ihn akzeptieren. Und das habe ich das Beispiel von den Kanaren gemacht, weil ich es mit den eigenen Augen sehe, weil ich schon seit so vielen Jahren dort bin, wie das in den letzten Jahren zugenommen hat und wie die Tourismussinnung gekippt ist. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Es wird so weit führen, dass Engländer und Iren komplett wegbleiben und das ist dann wieder der Bumerang, der auf die zukommen wird. Und ich möchte das vermeiden, dass wir so weit kommen. Ja, ich glaube, wir brauchen die Akzeptanz in Südtirol. Und es ist schon ein Unterschied, wenn ich bei der Rittnerbahn stehe, ich zahle den vollen Preis 4,5 Euro, neben mir steht ein Tourist, der gar nicht entwertet. Ich weiß, die stehen der 55 Cent, aber die meisten Leute wissen das nicht. Der fährt für die meisten Leute gratis. Dann bekomme ich keinen Sitzplatz, weil er voll von Touristen ist. So. Und wenn ich jetzt in einem Bus sitze und da steht oben, bezahlt, Sie fahren gratis, weil es bezahlt ist aus dem Tourismusfonds des Landes, dann ist das ganz was anderes. Und ich glaube, in diese Richtung sollten wir denken. Sollten zwei Touristen weniger kommen, weil es ihnen zu teuer wird, ja, dann werden wir trotzdem damit leben. Aber was ich sage, hier den Preis macht Angebot und Nachfrage. Bei uns die Nachfrage ist groß. Wir haben momentan, das wird sich noch in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich, wenn nicht irgendwelche Kriege passieren, noch sehr stark steigern. Denn die Russen sind momentan weg, die Chinesen sind noch nicht wirklich angekommen. Von den restlichen Asiaten innen und so reden wir gar nicht. Fahren Sie einmal London rauf oder anderswohin. Diese Touristen werden auch Italien entdecken und Südtirol könnte eine Etappe auf ihrer Reise sein. Ja? Also es wird noch nach oben gehen. Was ich auch sage, wenn wir jetzt sagen, nein, eine Ortstaxe von 2 Euro auf die Garnier und von 50 Euro auf das Luxushotel, das ist nicht drinnen, dann schaue ich mir die Preissteigerungen an und ich sage, da war in den letzten 2 Jahren noch viel, viel mehr drinnen. Die Preissteigerungen waren sehr hoch, auch bei den Skipässen, über der Inflation. Und deswegen sage ich, da ist schon Luft drinnen für eine Ortstaxe für alle. Und das, ich verstehe es ja, ich komme ja auch aus der Privatwirtschaft. Wenn ich den Preis erhöhen kann und alles in den eigenen Sack stecken, ist es mir lieber, als wenn ich den Preis erhöhe und einen Teil vom Gast abzwacken muss für die Allgemeinheit. Dass mir das Erste besser passt als das Zweite, ist nachvollziehbar.
Aber dass wir die Diskussion, ich meine, ich vertrete die Zweiten, ich vertrete die Südtiroler Menschen hier, und dass wir die Diskussion hier einmal zulassen und einmal durchführen, finde ich nötig. Und ich sage Ihnen auch noch eines, das kommt sowieso, was ich hier vorgeschlagen habe. Sie haben mir es jetzt einmal abgelehnt, weil der Wirt Anderlan die SVP gerettet hat, muss man auch einmal sagen, nur deswegen. Aber das kommt eh sicher. Da können wir alle Gift draufnehmen. Es ist gut, wenn wir heute schon drüber diskutieren, als dass wir es morgen auf den Tisch geknallt bekommen und dann ist es irgendwie schon schnell zu machen. Reden wir mal drüber und unterhalten wir uns drüber. Ohne tourismusfeindlich zu sein, bin ich nicht. Aber wir müssen über dieses Thema reden. Das ist einfach nötig. Herr Mooswalder, ich weiß... Ganz kurz, also der Vergleich mit den Kanaren, da tut mir wirklich im Herzen weh, Herr Kölnsberger, weil Sie wissen, dass dort 35% der Wirtschaftsleistung mindestens vom Tourismus generiert wird, aber die kanarische Bevölkerung mitunter zu der ärmsten Bevölkerung ganz Spaniens gehört. Das ist leider so. In Südtirol ist das nicht so. Da sind zwei Paar Schuhe. Wir haben auch nicht diese großen Ketten, diese großen Beherbergungsbetriebe. Wir haben Gott sei Dank auch nicht diese vielen kalten Wohnungen, nennen wir es so. Aber Ihnen fällt schon auf, dass die Tourismusgesinnung hier auch gelitten hat. Das sind zwei Paar Schuhe. Das wissen wir, also darauf brauchen Sie mich nicht aufmerksam zu machen. Wir verfolgen die Thematik und wir haben ja eine tolle Studie auf den Tisch der Tourismusuniversität, die sehr genau die Tourismusgesinnung untersucht hat, auch nach regionalen Kleinräumen. Und ich glaube, das ist eine gute Basis, um auf dieser Studie zu diskutieren und dort auch entsprechende Maßnahmen zu setzen. Was ich natürlich nicht stehen lassen kann, ist, dass da noch einiges kommen wird, dass die Entwicklung zunehmen wird. Also was wir schon gemacht haben, und das hat der Sekt auch mitgetragen, durchaus mit viel Reibereien, das gebe ich zu, durchaus mit viel Reibereien, ist das Landestourismusentwicklungskonzept. Im Landestourismusentwicklungskonzept wurden Mechanismen festgeschrieben, die man so vermutlich auf der ganzen Welt nicht findet. Wir haben einen Oberdeckel eingezogen pro Betrieb von 150 Betten. Okay, das heißt, auch ein Betrieb, der die raumordnerischen Voraussetzungen hätte, der kann nicht mehr Betten haben, wenn er sozusagen erweitert. Das ist eine Tatsache. Das haben wir mitgetragen. Wir haben auch mitgetragen, dass es hier sozusagen engere Leitplanken geben muss. Wo wir aber schon hinschauen müssen, ist, dass wenn wir einmal bestimmte Größenordnungen geregelt haben, wird das unter Umständen auch dazu führen, dass möglicherweise kleinstrukturiertere Betriebe vielleicht auf der Strecke bleiben. Und das darf es nicht sein und da sehe ich die Gefahr. Und wenn es für diese noch eine Entwicklung gibt, dann bin ich auf jeden Fall dafür. Aber nochmal, unser Sektor ist der reglementierteste Sektor in Südtirol. Der gewerbliche, richtig. Der nicht gewerbliche viel weniger. Das ist das Problem. Ich sehe durchaus, dass das Problem im nicht gewerblichen viel, viel stärker ist als im gewerblichen. Ja. Und zum LTECH, also zum Entwicklungskonzept, Bettenstopp war ja das Thema eine Zeit lang in der letzten Legislatur. Ja. Ich sehe das übrigens gar nicht so unähnlich wie Sie. Ich habe auch gesagt, dieser Bettenstopp ist eine unternehmerfeindliche Maßnahme. Denn er stoppt alles und er wird zur Folge haben, dass Kleine auf der Strecke bleiben, gerade wenn eine Erbfolge ist. Und ich erbe ein kleines Hotel mit 20 Betten im Drei-Sterne-Sektor. Ich sehe mich nicht drüber aus, wachsen kann ich nicht. Dann kann es ruhig sein, dass ich schließe und dann kauft es jemand. Und ich glaube, dass der Hintergedanke von Bettenstopp durchaus der war, dass die Großen dann die Kleinen kaufen. Es wird leider so passieren, dass auch ein paar Ausländische unsere Kleinen kaufen. Und ich habe das mit einem lachenden, aber mehr mit einem weinenden Auge gesehen. Ich habe auch hier im Landtag einen Antrag eingebracht, Ausnahmen aus dem Bettenstopp zuzulassen, wenn eine Unternehmerfamilie, familiengeführte Betriebe, innovative Betriebskonzepte präsentiert. Regenwasser verwenden, was weiß ich, nur Wochenurlaube anbieten, damit man den Verkehr reduziert, dass man diese Betriebe ausnimmt, damit es noch ein Wachstum geben kann und eine unternehmerische Tätigkeit. Ich möchte, dass einer, der ein guter Unternehmer ist, die Chance hat zu wachsen. Mit dem Bettenstopp ist das jetzt sehr, sehr schwierig geworden. Also in diesen Punkten bin ich bei Ihnen und habe mich auch im Landtag dafür eingesetzt, apropos Tourismusfeind. Ne? Herr Kölnsberger, Sie haben die Kanarischen Inseln angesprochen. Dort und anderswo auf der Welt gehen die Leute auf die Straße bezüglich des Tourismus. Ja. Glauben Sie, dass es auch in Südtirol so weit kommen kann? Das sollten wir vermeiden. Ich glaube,
ich sehe das jetzt noch in weiter Ferne. Gell? Also heute ist es. Also wenn es so weitergeht. Ja. Die Kanaren, hat der Moswalder vielleicht recht, ist ein Beispiel. Die Kanaren sind bettelarm, die Gehälter sind schlecht. Auch im Tourismus bei den Saisonsarbeitern sind die Gehälter durchschnittlich geringer, aber man kann das nicht vergleichen. Ich könnte noch als Beispiel herausziehen, Oberbayern, Tegernsee, da wurde wütend protestiert. Ich kann als Beispiel herausziehen, Barcelona, der von der Lebensqualität her mindestens einer top-italienischen Stadt entspricht. Dort ist es auch so. Ich denke, dass mein Vorschlag gerade darauf abzielt, die Akzeptanz zu erhöhen, weil die Leute dann wissen, wir haben alle was davon. Dann muss man ihn natürlich zusätzlich noch regeln. Diese zusätzliche Ortstaxe für die Leute ist gut für die Akzeptanz, ist aber nicht ein Mittel gegen den Overtourism. Das ist eher ein Mittel, um den Tourismus ins höhere Segment zu verlagern, mehr Wertschöpfung zu generieren, aber nicht unbedingt, um ihn zu limitieren. Für das ist es nicht effizient genug. Da muss man sich danach natürlich noch Leitplanken aussuchen, wie wir das limitieren können, aber ich muss auch sagen, jetzt mit dem Bettenstopp ist ein Limit schon da und das natürliche Limit, das wir haben, wir finden ja gar kein Personal mehr, um was Gott wie zu wachsen. Also schon daher haben wir von den internen Ressourcen gewisse Limits, dass es nicht weitergeht. Ich glaube, dass in Südtirol die Tourismusgesinnung in den letzten Jahren sich verschlechtert hat, das ist das, was man eigentlich so täglich mitbekommt, aber dass es jetzt nicht so kritisch ist, dass es beim Kippen ist. Aber wir sollten eingreifen, bevor es kippt. Denn wenn es einmal so spät ist, dass die Leute verflucht sind, dann hat der Tourismus ein massives Problem. Und das sage nicht nur ich, das sagen viele. Wo die Akzeptanz nicht mehr gut ist, ist Tourismus. Tourismus funktioniert dann dort nicht mehr. Also glauben Sie, wenn nicht eingegriffen wird, kann es auch so weit kommen? In vielleicht ferner Zukunft, naher Zukunft? So weit wie auf den Kanaren, dass 70.000 Leute auf der Straße stehen und protestieren vielleicht nicht. Das glaube ich eher nicht. Aber es wird sich verschlechtern. Und mit der Stimmung gegen den Tourismus, die sich verschlechtert, hat dann der Tourismus trotzdem ein massives Problem, auch wenn die Leute nicht auf der Straße stehen. Ich kenne übrigens auch viele Touristen, die das gleich sehen und die sagen, ich wäre gerne bereit, einen Beitrag zu zahlen. Ich wäre gerne bereit, ein paar Euro Ortstaxe mehr zu zahlen. Die Touristen selbst haben ja eine Angst vor Overtourism. Gefällt ihnen, das gefällt den Einheimischen nicht und den Touristen selber gefällt es ja auch nicht, wenn sie irgendwo auf den Schlern gehen und im Touristensteig Kolonnenverkehr ist. Das ist für die Touristen ja auch eine Belastung. Also wo wir sicher einer Meinung sind, ist die Tatsache, dass Tourismus nur dort funktionieren kann, wo auch von der einheimischen Bevölkerung mitgetragen wird. Das ist außer Frage. Und außer Frage ist auch, dass natürlich der Gast sehr genau darauf hinschaut, was vor Ort passiert und was vor Ort los ist. Kein Thema außer Frage. Aber ich sage es nochmal, passen wir auf, mit welchem Rezept wir mit welchem Werkzeug wir diese Thematik angehen. Ich sage nochmal, man kann über lokal beschränkte Mechanismen nachdenken, aber nicht ein pauschales System, weil ich glaube nicht, dass Sie mit einer Zwangsabgabe auf den Gast oder einer Strafsteuer die Akzeptanz steigern werden. Das wird nicht passieren, denn es wird dann als naturgegeben hingestellt, dass irgendwo natürlich der üppige Haushalt sozusagen weiter wächst und natürlich alles finanziert werden muss, was in diesem Land so möglich und ist und gefordert wird, aber damit werden wir die Akzeptanz nicht heben. Das wird dazu führen, dass man ganz klar einen einzigen Sektor beschneidet, während man den Rest sozusagen auch, während man beim Rest zuschaut. Aber welche ganz konkreten Ideen oder Vorschläge hat dann der HGV, um der Tourismusverdrossenheit in Südtirol entgegenzuwirken? Ich denke, einmal liegt ja schon einiges auf dem Tisch. Also die Thematik der Besucherstromlenkung ist nicht neu. Das Ganze ist ausbaufähig, das Ganze ist auch übertragbar auf andere Modelle. Dann wissen wir alle, was auf den Dolomitenpässen passiert und was dort die Diskussion ist. Hier muss man halt auch irgendwann sich in die Augen schauen und sagen, okay, machen wir was oder machen wir nichts. Ich bin dafür, dass man hier ansetzt und etwas tut. Dann kann man natürlich auch über das Thema der Vorzugsspuren bei einigen Seilbahnen drüber nachdenken. Ist ja, glaube ich, jetzt schon in Diskussion, was die Rittner Seilbahn betrifft oder wird in diesem Sommer umgesetzt. Es gibt natürlich auch irgendwo Möglichkeiten, dass man sich auf Ebene der Ortschaften, der Gemeinden zwischen Betriebe, zwischen Tourismusvereinen und Gemeinden einigt, irgendein gemeinsames Projekt weiterzubringen oder irgendwo einen Zugang zu limitieren. Also solche Möglichkeiten gibt es aus meiner Sicht ohne Ende und da versperren wir uns nicht dagegen. Aber pauschal ein System drüber stülpen, das funktioniert meist nicht und trifft dann genau wieder die, von denen wir vorhin auch gesprochen haben, auch wenn man das versucht, dann irgendwo zu staffeln oder nach Prozentsätzen zu machen oder wie auch immer, von denen wir wollen, dass es sie eben nicht trifft. Stimmen Sie zu, Herr Kölnsberger, reicht das? Also für mich liegt auf der Hand, dass die Akzeptanz höher ist, wenn ich
wenn jeder in Südtirol sich auch als Gewinner des Tourismus fühlen kann. Das liegt für mich komplett auf der Hand und das kann man nicht von der Hand weisen. Denn die Leute sind sehr wohl interessiert, wenn sie einen direkten Vorteil daraus ziehen. Und ich glaube, alle anderen Maßnahmen, die sind gut, die sind okay. Ich habe auch im Landtag einen Antrag eingebracht, dass man mit Südtirol Pass eine Vorzugsschiene bei den Öffis bekommen soll, ohne anstehen zu müssen. Das sind alles gute und sinnvolle Maßnahmen. Aber das Prinzip, heute ist es ja so, dass viele Einheimische, die gehen gar nicht mehr am Sonntag auf den Berg, weil es sowieso überlaufen ist in der Hochsaison. Also bleibt man frisch gleich daheim. Dass man hier die Menschen irgendwie entschädigt, wie er sagt, gut, diese Natur, die generiert einen Reichtum, der fließt natürlich zum Teil in den Haushalt, aber direkt davon haben ein Teil der Leute was, die im Tourismus oder mit dem Tourismus arbeiten, die anderen nicht. Dass man sagt, es ist für euch alle etwas da und der Gast zahlt das, nicht der Betrieb, der Gast zahlt das, dann ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, die erstens einmal gerecht ist, weil sie eine gerechte Entlohnung für die Allgemeinheit ist und zum Zweiten sicher dazu beiträgt, die Akzeptanz zu steigern. Nur ganz kurz, weil es immer so dargestellt wird, als wenn Südtirol pauschal überlaufen wird. Ich versuche das immer wieder zu sagen. Pauschal stimmt das einfach nicht. Das heißt nicht, dass ich jetzt mehr fordere. Um Gottes Willen, bitte mich nicht falsch verstehen, aber wir haben in Südtirol viele Gegenden und Gebiete, wo in der meisten Zeit des Jahres einfach tote Hose herrscht. Selbst in der Hochsaison wenig los ist. Und jetzt mache ich Ihnen ein krasses Beispiel und das ist nicht ein Gebiet, wo vielleicht wenig los ist. Das Rittnerhorn. Ich kann im Juli auf das Rittnerhorn gehen, ohne dass ich beim Aufstieg bis zur Feldturnerhütte einen Mensch treffe und kann auf der anderen Seite wieder runtergehen, ohne dass ich einen Mensch treffe. Natürlich, wenn ich genau dorthin gehe, wo ohnehin viel los ist, weil es leicht erreichbar ist, dann werde ich natürlich in der Spitzenzeit, in der Hochzeit des Tourismus natürlich unweigerlich andere Menschen treffen, das ist klar. Aber pauschal, dass unser Land überlaufen ist, das stimmt nicht. Nicht, dass ich mehr fordere, das will ich nicht gesagt haben. Aber ist das Problem nicht, dass immer dieselben Hotspots beworben werden, auch von Seiten der IDM zum Beispiel, dass die Touristen Südtirol kennen aufgrund der Dolomiten, aufgrund des Praxer Wildsees und deshalb genau in diesen Gebieten dann immer so viele Touristen sind? Ich glaube, hier hat sich auch großteils eine Eigendynamik in der Werbung entwickelt, gerade wenn wir das Beispiel Praxer Wildsee hernehmen mit Instagram und Co. Es war natürlich seinerzeit die Filmförderung, die irgendwo den Ausschlag oder die Zündung dafür, den Startschuss dafür gegeben hat, aber dann hat es natürlich eine absolute Eigendynamik gegeben. Das sind auch Hotspots, die heute nicht beworben werden. Es wird ja nicht Villeneuve, das Ranui-Kirchl oder der Praxer Wildsee mit öffentlichen Geldern beworben. Und dann möchte ich auch sagen, natürlich ist diese Werbung für das Land oder für uns als Gastgewerbe wichtig, also dass die IDM die Werbung macht. Aber man muss auch sagen, jeder gastgewerbliche Betrieb macht selbst eben auch Werbung. Und natürlich, das trägt halt irgendwo dann dazu bei, unser Land bekannt zu machen, das ist klar. Also ich glaube, dass die IDM in Südtirol, meine Position zur IDM ist bekannt. Ich hätte gern die alte SMG zurück, die neue IDM hat nie funktioniert. Aber ich glaube, dass die IDM sehr wohl hier viel mehr tun muss. Denn wenn man die italienischen Tageszeitungen aufschlägt im November, dann wird die Wintersaison beworben. Wir brauchen die Wintersaison nicht zu bewerben. Wir haben ja jedes Mal Rekordzahlen. Das ist umsonst. Man kann für die Nebensaison was machen. Man kann Besucherströme lenken, damit eben nicht die ganzen Instagram-Touristen beim Ranui-Kirchl stehen. Das sollte ihre Aufgabe sein. Wenn man schaut, wie sie das anderswo machen, in Amsterdam zum Beispiel, die Destination Management Agentur, die macht nur mehr das. Die hat keinen einzigen Euro für Tourismuswerbung für neue Touristen. Keinen einzigen. Die macht nur mehr Touristenstromlenkung, sie versucht die Leute von Amsterdam wegzuhalten, in die anderen schönen Gegenden zu bringen, sie versucht die Nebensaisonen zu stärken, die Hauptsaisonen abzuschöpfen. Das muss man machen, aber ich glaube, dass die IDM, die heute weiterhin so viel Geld in die Werbung puttert, auch nicht mehr gerechtfertigt ist. Die IDM, also ich würde ja zumindest den Teil der Kurtaxe, den die IDM bekommt, zumindest einmal anfangen, den abzuschöpfen und der Allgemeinheit zuzuführen. Denn das halte ich für nicht mehr gerechtfertigt. Wir machen zu viele Rekordzahlen, als dass wir hier so ein großes, von Steuergeld finanziertes Budget für die Tourismuswerbung haben sollten. Nur ganz kurz, also bei der Tourismuswerbung sehe ich das
etwas anders. Ich bin zwar auch der Ansicht und ich glaube, diese Ansicht ist auch schon geteilt und auch in der IDM geteilt, dass wir die Hochsaisonen nicht weiter bewerben müssen. Soweit, so gut. Und davon abgesehen glaube ich eben schon, dass Tourismus immer ein Marathon ist und kein Sprint. Also ich brauche ein permanentes Hintergrundrauschen, damit ich irgendwo sozusagen im Alpenraum als Destination attraktiv bin. Die Werbung abschalten, das wird nicht funktionieren. Ansonsten bin ich nicht der Amtsverteidiger der IDM, aber ich glaube, vieles von dem, was Sie sich vorstellen und was Sie glauben, dass die IDM tun sollte, sie sich schon auf die Agenda geschrieben hat oder das macht. Gerade das Thema Lebensraumgemeinschaft, Tourismusgesinnung ist ein Thema, das in diesen 6 Schwerpunktthemen vorgesehen ist und das jetzt, wo man jetzt mit der Bearbeitung startet, vielleicht kann es spät sein. Aber die IDM hat eben seit ihrer Gründung einen riesigen Wandel durchmachen müssen. Zuerst die Fusionierung aller 4 Wirtschaftsdienstleister und dann nochmal die Tourismusverbände, die dazugegeben kommen, dass das schwierig wird für eine Gesellschaft, das ist aus einer Frage. Wie gesagt, ich bin nicht der Amtsverteidiger, einiges ist sicher zu optimieren, aber ich glaube, dass vieles schon in die richtige Richtung geht und bei der Werbung denke ich schon, dass man hier auf die Nebensaisonen geht und nicht mehr auf die Spitzenzeiten. Ich war auch einer der einzige große Gegner im Land dagegen, die Tourismusreform, ja. IDM, die Fusion und danach noch das Zusammenlegen mit den Tourismusverbänden. Ich habe im Landtag mehrmals die Frage gestellt, wieso wollt ihr einen so gut funktionierenden Sektor so grundlegend reformieren? Wieso wollt ihr die Verbände verbeamten? Wie soll das mit einem DME Ost gehen, der alleine 22 Millionen Ernächtigungen verwaltet? Und ich hatte da leider recht, das ist ganz, ganz gründlich in die Hose gegangen. Mittlerweile sind die Tourismusverbände privat alle wieder neu entstanden. Die IDM hat diese Funktionen abgegeben, aber sie bekommt heute mehr Geld als früher, obwohl sie weniger Funktionen hat. Das ist einer der verschiedenen Aspekte, die mich hier ärgern. Und es war vorauszusehen, dass diese Reform nicht funktionieren würde. Gegen Ende noch eine Frage an beide. Also wir haben jetzt gehört, sowohl Politik als auch HGV weiß, dass etwas zu tun ist bezüglich dem Tourismus in Südtirol. Wie sehen Sie beide die Zukunft des Tourismus, sagen wir in 20 Jahren, Herr Mooswalder? Also in 20 Jahren glaube ich, dass wir nach wie vor einen gut funktionierenden Sektor haben, der weiterhin in die Qualität vor allem investieren wird, wo wir aber aufpassen müssen, dass dieser Strukturwandel, den wir heute ein bisschen anklingen lassen, hat nicht überhand nehmen wird. Also wo wir darauf schauen müssen, dass kleinstrukturierte, familiengeführte Betriebe eine Zukunft haben, dass auch der Generationenwechsel gegeben ist. Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir diese Gebiete, wo wir heute ein Overvisiting, nicht einen Overtourism, ein Overvisiting haben, in den Griff bekommen. Aber ich denke, der Sektor hat sehr wohl verstanden, in welche Richtung er sich entwickeln muss und dass dort vor allem ein ganz großes Ziel ist, nämlich die Nachhaltigkeit und der ressourcenschonende Umgang mit der Natur und mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Herr Kölnsberger? Ja, da bin ich jetzt gar nicht so weit entfernt von der Meinung. Ich glaube, um den Tourismus zu bewerten, muss man 3 Kriterien vor allem bewerten. Mal erst ist die Wertschöpfung, über die haben wir ja geredet kurz. Ne? Die ist zweifellos vorhanden. Das zweite ist der Ressourcenverbrauch. Und das dritte ist, wie gut wird diese Wertschöpfung verteilt. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Ja? Wie gut wird diese Wertschöpfung verteilt? Je besser die Verteilung der Wertschöpfung ist, desto größer ist der Wert des Tourismus für Südtirol. Und wir müssen hier, deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir hier keine großen Mega-Ressorts brauchen, mehr kleinstrukturierte Betriebe, die kleinstrukturierten Familienbetriebe retten, die sind das Herz des Südtiroler Tourismus und da funktioniert die Wertschöpfung. Da geht jemand hin, der schläft, der frühstückt, der wird schon mit dem Namen begrüßt, weil es ein Gast ist, den wir kennen. Wiederkehrende Gäste sind Gold wert. Wir sollen ja nicht in den großen Ressorttourismus hineinrutschen, wo die Tour-Operators das machen. Und man hat Schwankungen zwischen einem Jahr und dem anderen von plus minus 10-20%. Kleinstrukturierte Stärken, dann funktioniert automatisch auch die Verteilung der Wertschöpfung gut, denn diese Leute gehen dann noch ins Dorf hinüber, etwas essen, die gehen was einkaufen. In den großen Ressorts ist man drinnen, da ist mittlerweile sogar der Friseur schon im Ressort drinnen, da funktioniert die Verteilung der Wertschöpfung nicht mehr. Deswegen glaube ich, schauen, dass wir in eine Richtung gehen, wo unsere kleinen Betriebe gut leben können und Kunden haben, die sie gut binden, die uns bleiben und die dann nicht jeder Instagram-Mode gleich nachrufen.
Das war die Streitergasse diese Woche zum Thema Tourismus in Südtirol. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Paul Kölnsberger und Raphael Mooswalder und bedanke mich auch bei unseren Zuhörern. Dankeschön. Dankeschön. Danke. In der Streitergasse. Die aktuelle Debatte auf Salto. 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 Salto.